Ja, Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Also, wie ihr sehen könnt, ich lebe noch und ich bin noch nicht gestorben und ich habe mich immer noch nicht entschieden, meinen Kanal zu schließen. Warum sollte ich sowas auch überhaupt entscheiden? Ich werde meinen Kanal nicht schließen. Leute, in diesem Video heute, warum reicht sich das eigentlich jedes Mal? Fällt euch das auf so? Leute, in diesem Video heute, oh mein Gott. Auf jeden Fall, Leute, in diesem Video heute möchte ich auf lustige LaVou-Chats reagieren. Ihr kennt doch bestimmt LaVou. Und da gibt es eben auch ein paar lustige Chats. Und auf diese möchte ich heute reagieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich versuche das Video jetzt hier so jugendfrei wie möglich zu halten, weil, wie soll ich sagen, YouTube mag es einfach nicht, wenn man das Wort oder sonstiges einfach mal sagt oder überhaupt zeigt. Das verstehe ich zwar nicht, aber okay, YouTube will es so, also. Beginnen wir einfach mal mit dem Chat von dem lieben Tim. Es beginnt alles mit einem schönen Na, wie man knapp erkennen kann. Und das Mädchen antwortet, wie geht's? Der Tim antwortet daraufhin, ganz okay, und dir? Und das Mädchen antwortet dann eben auch, was machst du? Videos schauen, und du? Willst du nicht wissen? Doch, sag. Nee. So, und jetzt kommt das Versaute an diesem ganzen Chat. Der Tim will es unbedingt wissen, deswegen schreibt er nochmal. Och, komm schon. Und was antwortet das Mädchen? Ich hol mir einen runter. Ja, und der gute Tim, was antwortet er dann? Okay. Wow, wirklich, also, was ist das für ein Chat? Das ist cringe. Keine Ahnung, es ist einfach nur cringe. So, dieser Chat ist auch von LaVou, aber ich glaube, viele kennen es auch von WhatsApp. Es gibt einfach eine Person, der man einfach nicht antworten möchte. Man will dieser Person einfach nicht antworten. Und dann kann halt auch gut schon mal so ein Chat hier entstehen. Also es beginnt am 1. Oktober um 0.55 Uhr mit den ganzen Fragezeichen. Ja, dann hat er sich schon gefragt, warum antworteten die mir nicht? Also hat er am 2. Oktober um 11.44 Uhr nochmal gefragt, hey, alles klar. Oh, und am 2. Oktober um 16.33 Uhr, dann also circa 5 Stunden später, schreibt doch, sei mal nicht so, okay? Und ja, dann heute, also am 3. Oktober dann wahrscheinlich um 18.02 Uhr, hässliche Kuh. Also wirklich, Geduldsfaden bei dem, nicht so krass, aber er hat wohl einfach keinen Bock mehr drauf. Gut, vielleicht wollte die Person, mit der sie oder er geschrieben hat, einfach nicht mehr. Er hat einfach keinen Bock mehr, oder sie hat einfach keinen Bock mehr auf diese Person. Das hier ist der Marcel, 17, aus Puchheim Bahnhof, und der ist ziemlich direkt, ne, also ziemlich direkt. Hi, du bist hübsch, hast du Lust zu f***en? Also, so kriegt man auf jeden Fall eine Frau dazu, erstens, dass sie direkt Bock hat, mit dem zu schreiben, ne, und zweitens, dass sie dann auch direkt im Bett landen. Wirklich, so kriegt man Frauen dazu, ne. Wie ist es bei euch, Mädchen? Feiert ihr das, wenn ihr von einem Jungen einfach so direkt so angeschrieben werdet? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr euch dabei denken würdet. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr jetzt ein Junge seid. Stellt mal vor, ein Mädchen würde euch das, okay, ne, eigentlich würde ich das feiern, wenn ein Mädchen das schreiben würde. Aber ich frage mich, wie das bei den Mädchen ist. So, tut mir leid, aber das Bild war leider nicht so in der besten Qualität, deswegen ist es jetzt so ein bisschen zerquetscht. Auf jeden Fall, hi, du hast ein hübsches Gesicht, das erinnert mich an einen Koala. Das ist ein super Kompliment, oder nicht? Wenn ihr so geschrieben bekommt, hi, du hast ein hübsches Gesicht, das erinnert mich an einen Koala. Das ist doch wirklich ein schönes Kompliment. Ja. Okay, das hier ist der Christian. Er ist 21, aus Emmerich am Rhein. Was schreibt denn der liebe Christian? Hi, Lust zu f***en? Siehst echt geil aus, aua. Ja, Christian. Siehst ja vom Außen hin ganz nett aus, aber im Inneren willst du doch nur das eine, ne? Nein, Leute, wie soll ich sagen? Ich finde es einfach irgendwie voll lächerlich, wenn Männer oder Jungen direkt denken, dass sie mich rumkriegen, wenn sie sowas schreiben. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich nicht so cool, aber muss jeder selbst wissen. Ich finde es irgendwie viel mehr lustig, keine Ahnung. Okay, das hier ist Sebastian. Man kann ja nicht den kompletten Anfang vom Chat lesen, aber hier ist auf jeden Fall ein kleiner Einblender von diesem Chat. Also, es beginnt alles mit einem Warum. Habe Kopfschmerzen, schreibt diese andere Person dann. Und dann antwortet der liebe Sebastian, nimm ein Aspirin, oder ich weiß gar nicht, heißt das jetzt, dass der mit Sebastian schreibt, oder ist das Sebastian? Ich glaube, sie schreibt mit einem Sebastian. Ich denke, so wird das. So, auf jeden Fall, das Mädchen schreibt, warum. Der Sebastian schreibt, habe Kopfschmerzen. Dann geht es weiter mit, nimm ein Aspirin. Und der Sebastian antwortet, nee, habe kein Wasser. Und ja, wie kann man kein Wasser haben? Haha, wo bist du denn? Der Sebastian, der liegt im Bett, ne? Und dann schreibt das Mädchen, ja, dann steh auf. Und er will nicht. Und jetzt wird's cringe. Ja, dann schlaf und die Kopfschmerzen sind weg. Super Tipp erstens, aber der Sebastian, der ist direkt rallig und er schreibt dann mit dir? Fragezeichen. Wow, ne? Also wirklich. Also, ey, das
triggert mich im Kopf, wirklich. Wow. Okay, das hier ist ein Chat mitten im Streit. Und wir bekommen hier natürlich den perfekten Screenshot von diesem Streit. Dann halt nicht, du fetter gestrandete Wal, Alter. Wieso schreibst du mir denn dann überhaupt, wenn ich doch so fett bin? Ein F*** geht immer. Auch mit einer Schwabbe mit einem Körpergehalt von 70%. Also wirklich. So lustig fand ich das. Manche Menschen sind echt verrückt. Was heißt manche? Es gibt einige Menschen, die verrückt sind. Da gibt es keine Ausrede dafür, Leute. Könnt ihr abstreiten, wie ihr wollt. Ich sag ja nicht, dass alle Menschen verrückt sind, aber es gibt schon ein paar Menschen, die wirklich nicht mehr ganz dicht sind. Auf jeden Fall geht es weiter mit einem Chat mit dem Sammy. Nur kurz, Pia. Bitte, wirklich, ganz kurz. Was du mit mir machen würdest, wenn wir alleine im Bett wären? Pia? Fragezeichen? Okay. Ihr wisst schon, wir sind jetzt gerade mitten im Chat drin auf jeden Fall. Mitten in einem Gespräch, okay. Und die Pia antwortet, ich möchte das wirklich nicht. Ja, und der Semi? Ja, mach doch einfach, bitte, mach einfach, bitte kurz. Nee, der Semi will dann doch schon wirklich wissen, was die machen würden, wenn sie zusammen im Bett wären. Fragt er einfach mal Blasen, Fragezeichen. So, aber der hat wohl nicht begriffen, dass die Pia einfach keinen Bock hatte, darauf zu antworten. Trotzdem wollte er es wissen. Das hier ist ein Chat mit den lieben... Das hier ist ein Chat mit dem lieben Carlos. Oder ich weiß nicht, ob der Carlos lieb ist. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich rallig, denn er schreibt direkt, bist so heiß. Ja, das Mädchen freut sich natürlich über das Kompliment und schreibt, danke, bitte, kriege ich ein paar Bilder von dir. Hab keine schönen, bin zu hässlich. Okay, allein an diesem hässlich wissen wir jetzt, dass sie nicht weiß, wie man hässlich schreibt. Und wir wissen, dass sie ein IQ von 12 hat und wahrscheinlich 12 Jahre alt ist. Hat allein dieses hässlich bewiesen. Wieso schreibt man hässlich? Gar nicht. Würde dich ficken, haha. Das ist, ich stell mir das gerade vor, wieso gerade zwei 10-Jährige so schreiben. Alter. Ich dich aber nicht, schreibt das Mädchen, was nicht weiß, wie man hässlich schreibt. Ich hab's gerade eben noch gesagt. Manche Menschen sind wirklich verrückt. Aber gut, vielleicht hat sie einfach eine Rechtschreibung. Rechtschreib-Leseschwäche irgendwie? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, es geht weiter mit Bruno. Sind 19 cm gut? Fragt Bruno. Und sie antwortet, 19 cm? Was? Du weißt doch, was ich meine. Du musst mir schon Kontext geben. Ich verzweifle wirklich an der Menschheit. Es gibt da doch... Es gibt... Ich kann das nicht vor... Es gibt da doch eine Breite und einen Durchmesser. Und einen Umfang. Wenn du weißt, was ich meine. Wieso? Das ergibt einfach keinen Sinn, Leute. Wirklich, ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel Zoom. So, na, das war zu viel, zu wenig. So ist das doch gut, oder? So sieht das doch wieder so wie vorher. Aber Leute, ich check's nicht. Ich bin echt getriggert von manchen. Hier haben wir ein Gespräch mit einer Lea. Es tut mir leid, aber du bist mir wirklich zu jung. Sorry. Haha, hör mir doch erstmal zu, Liebe. Hab einen geilen Schwanz. Ja, und daran merkt man wahrscheinlich schon, wie jung dieser kleine Mensch ist. Da machst du ja deinem Alter alle Ehre. Glückwunsch. Und jetzt klar, warum du Vollspack mir zu jung bist. Und mein Profiltext reicht wohl immer noch nicht, um oberflächliche, dumme Typen abzuwehren. Schade. Also wahrscheinlich hat sie in ihrem Profil irgendwie sowas stehen, dass sie keinen Bock hat auf solche Typen. Und genau solche Typen hat sie jetzt damit geangelt. Tut mir leid für sie, aber wie kann man so schreiben, Leute? Ungelogen, das hört sich an wie so ein Softporno, nur eben in einem Chat auf Lavoo. Das ist cringe. Hey, alles klar? Darf ich dich was fragen? Klar. Hast du Lust, mich kennenzulernen? Finde dich wunderschön. Bist doch bestimmt ein sehr nettes Mädchen. Was ne Ho, weg mit dir. Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Ach so, wir müssen auf die Uhrzeit gucken. Um 7.38 Uhr hat er das geschrieben und um 20.11 Uhr hat er dann geschrieben, dass es ne Ho ist. Ich glaube, der hat einfach, weil er dachte, dass sie nicht geantwortet hat oder irgendwie so. Und dann hat sie geantwortet, haha, komm mal klar. Wow, die wird ja jetzt gerade maximal beleidigt von ihm. Du bist eine billige Ho, man. Okay, oh mein Gott. Jetzt kann er sich wirklich verkaufen gehen. Jetzt kann er sein Leben eigentlich komplett verkaufen gehen schon. Der kann sich jetzt einfach schon anbieten und, Digga, man wird den für 10 Cent kaufen. Weil, was er jetzt geschrieben hat, wirklich, das hat ihn, nee, wirklich, das ist krass. Hey, alles klar. Darf ich dich was fragen? Okay, und am Abend zuvor hat er ihn noch komplett beleidigt. Ich check es nicht. Oh Gott, damn, tun mir solche... Nee, die Menschen tun mir einfach weh. Das tut mir im Herzen weh schon. Dass ich mit solchen Menschen in einer Welt leben muss. Und ihr auch. Ihr tut mir auch leid, dass ich mit solchen Menschen... Okay, okay, das ist heiß. So, natürlich. Auf Lavoo kann man ja natürlich auch so rumskippen und dann die Leute, die einem gefallen vom Außen her, kann man einen Haken geben. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr so jemanden hier sehen würdet? Ja, ne? So, hier haben wir einen Henrik. Und der ist natürlich auch wieder, wie sollte man es auch anders warten, von solchen Typen ziemlich direkt.
Fragezeichen. Okay, aber das hatten wir jetzt so noch nicht. Sorry, bin lesbisch. Alter, Leute, und er, schade. Willst du nicht mal eine Ausnahme machen? Digga, wenn sie lesbisch ist, dann wird sie keine Ausnahme machen. Was ist das? Das ist krank, Alter. Sie hat geschrieben, dass sie lesbisch ist und der denkt sich, nee, Mann, ich will sie trotzdem. Alter, welches lesbische Mädchen würde darauf dann bitte eingehen? Okay, und um uns direkt wieder abzureagieren, kriegen wir diesen Chat hier zu sehen. Okay, das ist der liebe Carsten, 20 Jahre. Man sieht schon an seinem Profil, er hat eine sehr hohe Kompetenz und schreibt diesem Mädchen, hey, mein Baby, schönes Frau, du Gute, kommen in mein Laden, ich gebe dir mies Anal. Ich wollte mich eigentlich gerade abreagieren, aber das macht mich gerade wirklich noch mehr so wirklich aggressiv, macht mich eher aggressiv. Ich dachte, okay, lustiger Chat so wegen dem Profil und dann kommt sowas. Ich glaube, das Mädchen hat dann auf Löschen geklickt. Wenn sie darauf Antworten geklickt hätte, dann wäre ich raus. Wirklich, dann habe ich keinen Bock mehr. Spielen kann man das nicht nennen, was ich der Gitarre antue. Aber wie lange spielst du denn schon? 2 Jahre, aber nicht regelmäßig genug. Hast du eventuell Lust, mich nach... Was? Hast du eventuell Lust, mich nackt zu sehen? Brauchst mir auch keine Fotos von dir zu schicken. Und dann kommen lustige Emojis und sie antwortet auch lustige Emoji. Ich bin zu... Also das ist mir ein bisschen zu hoch, der Chat, um den jetzt zu verstehen, wirklich. Die haben gerade eben noch über eine Gitarre geredet und ein paar Minuten später, ja gut, ein paar Stunden später, wenn ich auf die Uhrzeit achte, schreibt sie sowas. Finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie lustig, aber auch irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, was ich davon jetzt denken soll. Alles Klärchen. Auf jeden Fall ein hochqualitatives Profilbild, was dieser liebe Rampapapam hat. Er ist 30 Jahre und was schreibt denn ein 30... Also ein 30-Jähriger muss doch wohl schlau genug sein, oder? Ich gucke einfach. Ich gucke jetzt einfach hin. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, aber ich gucke jetzt einfach hin. Geiles Stück. Schreibt man so auf Lavoo? Ich weiß nicht. Seid ihr aktiv auf Lavoo? Falls ihr da aktiv seid, dann schreibt mir mal unter die Kommentare, ob man so wirklich auf Lavoo schreibt. Also wirklich, dass man dann da auch direkt anfängt, willst du f***en und dann... ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich war noch nie auf Lavoo, wirklich. Aber ist auf jeden Fall krass, was ich jetzt hier gelesen habe. Ich fand's lustig, cringe und Fremdscham einigermaßen. Aber ich habe trotzdem bis zum Ende durchgehalten. Und falls ihr auch bis zum Ende durchgehalten habt, also das hier noch hört, dann würde es mich doch sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier noch ein Like da lassen könntet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert mal gerne die Glocke auf meinem Kanal. Falls ihr das gemacht habt, dann schickt mir gerne auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Niklas Malz. Oben rechts der Name eingeblendet. Jedenfalls schickt mir dann auf Instagram ein Screenshot, wie ihr dieses Video hier geliked habt und die Glocke aktiviert habt. Und dann werdet ihr im nächsten Video gegrüßt. Versprochen. Wenn mir halt keiner was schickt, dann kann ich halt auch leider keinen schicken. Aber ich denke, es wird doch vielleicht eine Person mindestens geben, die mir davon was schicken wird. Und dann würde ich auf jeden Fall jetzt sagen, danke, dass ihr bis hier noch geschaut habt. Und eventuell kann man sich ja im nächsten Video nochmal sehen. In diesem Sinne, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. You live.